Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte heute was Neues probieren, und zwar möchte ich über den kommenden Company of Heroes 2 Patch sprechen, der am 31. März erscheinen soll, also aus Sicht der Aufnahme heute. Ich weiß noch nicht, wann ich es dann schaffe, das Video auch hochzuladen. Die Patch Notes sind ein bisschen früher veröffentlicht worden, auch das ist neu. Bisher waren sie immer erst online, nachdem der Patch auch verfügbar war. Und das möchte ich einfach nutzen, um hier schon mal einen Blick in diese Patch Notes reinzuwerfen und zu sagen, was ich darüber denke, aber auch so ein bisschen wiederzugeben, was sich nach meiner Leseart die Community dabei denkt. Das heißt also, das Changelog ist schon heiß diskutiert auf coh2.org. Da gibt es eine Menge Beiträge dazu. Die Meinungen gehen da durchaus auseinander. Es gibt auch einen sehr, sehr schönen Thread von, ich bin mir gar nicht sicher, wer es war, der den geschrieben hat. Ich glaube, Shepard heißt der. Und der hat sich ein bisschen damit auseinandergesetzt, was diese Patch Notes, was diese Änderungen eigentlich genau bedeuten. Das fand ich persönlich auch interessant, und das wird auf jeden Fall hier auch ein Stück weit in dieses Video einfließen. Link zu den Patch Notes bzw. zu dem angesprochenen Spread findet ihr auf jeden Fall dann auch in der Videobeschreibung. Ja, dann wollen wir mal anfangen, vielleicht damit, was hier Relic sich bei den Patch an sich gedacht hat. Die haben sich nämlich ein bisschen was auf die Fahne geschrieben, was sie erreichen wollen. Und zwar ist das Änderungen im Bereich der Maps, der Balance und Bugfixes soll es geben. Was die Karten angeht, so ist es so, dass neue Maps hinzugefügt worden sind, also Relic Maps. Und zwar ist das zum einen General Mud, also General Schlamm. Das ist eine 6 bis 8 Spielerkarte und ja, keine Ahnung, was die so zu bieten hat. Werde ich wahrscheinlich in meinem Leben niemals spielen. Aber es gibt schon mal neue Maps, was ja so verkehrt schon mal nicht ist. Und auch ganz interessant fürs 1 gegen 1, exklusiv tatsächlich ausschließlich 1 gegen 1, Angoville. Eine Karte, die wir schon aus COH1 kennen, und die gibt es jetzt auch in COH2. Ich bin mal gespannt, wie die sich machen wird. Tatsächlich sehe ich Angoville eigentlich immer kritischer, auch im Hinblick auf die Erfahrung aus COH2. Ich würde mir eigentlich mehr symmetrische Karten wünschen, und das ist Angoville nicht gerade. Ich habe die teilweise dann auch aus dem Pool rausgenommen und überhaupt nicht mehr spielen wollen, also ein Veto dort gesetzt. Aber mal schauen, wie sie sich macht und wie die Implementierung hier aussieht. Auf jeden Fall neue Karten, kann eigentlich nicht schlecht sein. Das Ganze geht auch noch weiter, und das finde ich eigentlich auch eine ziemlich coole Aktion. Es gibt Community Maps, die dem Spiel hinzugefügt worden sind, und die sind sowohl in den eigenen Spielen als auch im Automatch verfügbar. Und zwar im Rahmen dieser Community Map Spotlight Serie. Mal schauen, inwieweit die dann im Spiel Anklang finden bei der Community auch. Die Idee finde ich persönlich ziemlich cool. Ich weiß jetzt nicht, wie diese Serie funktioniert, ob die dann dauerhaft drin bleiben werden oder ob die irgendwann wieder rausfliegen und andere vorgestellt werden. Keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Also auch hier einmal wieder Karten fürs 3 gegen 3 und 4 gegen 4. Kombi-Karten teilweise auch. Hier mal eine 2 gegen 2-Karte. Kann also sein, dass ich mir die mal anschaue. Und ja, hier auch nochmal eine 2 gegen 2-Karte von Spanky. Mal schauen, ich bin gespannt. Hier ist der erste Punkt, der auch richtig interessant ist. Und zwar heißt es hier, dass einige Karten überarbeitet worden sind, basierend auf dem Feedback der Community und einem nicht näher spezifizierten internen Feedback. Das betrifft diese Karten hier, ist jetzt halt für das 1 gegen 1 interessant. Minsk Pocket, Moskau Outskirks, Zimorski Winter, Zimorski Sommer und La Glace oder wie auch immer man das ausspricht. Also zumindest mal einen kleinen Schritt in Richtung der Überarbeitung der Karten. Das ist etwas, was ich mir auf jeden Fall seit längerer Zeit wünsche und was, denke ich, auch sehr, sehr wichtig ist für das Spiel, weil die Karten einen viel größeren Einfluss auf das Spielgeschehen haben in Company of Heroes 2, als es noch in Company of Heroes 1 der Fall war. Und das liegt einfach daran, wie die Spielmechanik in COH 2 funktioniert. Die ist nämlich mitunter
Ja, wie soll man das vergleichen? Stellt euch vor, dass die Spielmechanik von Company of Heroes eine Maschine ist mit einem Haufen kleiner Zahnräder, die gut geölt sind, ineinander greifen, die surren und die einfach irgendwie rund laufen, wie so eine alte Uhr oder sowas. So richtig schön harmonisch ineinander greifend. Und demgegenüber ist das Kampfsystem von COH2 eine Maschine, die faucht, Feuer spuckt, in Brand steht und eigentlich jeden Moment explodieren kann. Es ist ein System, das jedwede Raffinesse vermissen lässt und das einfach nur mit Extremen arbeitet, was sich dann unter anderem auch in den Squad-Vibes äußert. Und diese Extreme, die finden dann auch ihren Niederschlag, wenn es darum geht, wie balanced die Maps sind. Die sind hier einfach viel, viel wichtiger. Offene, große Karten bevorzugen die Achsenmächte, vor allem natürlich das Ostheer mit einem W2-Grenadier mit LMG ist einem jede Art von sichtlinienblockierendem Gedöns zuwider. Man will freie, offene Flächen wie auf Lankeskaya und da macht man dann einfach alles nieder. Im Grunde bei Crossing in the Woods auch, da kommt sogar noch dazu, dass in der Mitte dieser Fluss ist, wo man dann langsamer unterwegs ist und negative Deckung, glaube ich, sogar hat. Also hier hat man einfach einen sehr, sehr krassen Unterschied zwischen den Karten, was die Anforderungen auch der Fraktionen angeht. Und das ist ein Riesenproblem. Ich bin mir nicht sicher, ob sich das überhaupt lösen lässt, nur über die Karten. Eventuell müsste man tatsächlich die Mechanik an sich nochmal anschauen, ob das jemals nochmal passieren wird. Ich weiß es nicht. Ich halte es ehrlich gesagt für unwahrscheinlich. Auf jeden Fall wurde von Relic, von Eagle Heart vor geraumer Zeit mal nach nach Map-Feedback gefragt. Da wurde auch einiges gegeben, sehr qualifiziert zum Teil. Aber passiert ist dann nichts. Das heißt, wir warten bis heute darauf, dass da eine Änderung vorgenommen werden, dass Anpassungen vorgenommen werden. Ich denke da an ja, Stalingrad, die man am besten einfach nur entfernen sollte. Ich denke an Kharkov, Straße nach Kharkov, wo man einfach auf den westlichen Startpositionen unglaubliche Schwierigkeiten hat, den eigenen Cutpoint zu halten. Oder an Kolodny, auch wieder der Weststaat, wo man dieses extrem dominierende Haus am Cut-Off hat. Also es gibt viele Baustellen und es gibt Feedback dazu. Leider hat sich bisher wenig getan. Hier ist also jetzt mal Versuche unternommen worden, auf einigen Karten Änderungen durchzuführen. Ich bin sehr gespannt drauf, wie die sich dann tatsächlich im Spiel niederschlagen werden und hoffe natürlich, dass sich da noch mehr tun wird. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und ich hätte mir da sogar noch deutlich mehr erhofft. Hier geht es dann noch ein bisschen weiter. Einige Karten wurden sogar aus dem Automatch entfernt, auf Basis dessen, was die Community und das wieder unspezifizierte interne Feedback ergeben hat. Hier diese Rostov. Ich habe so eine Idee, welche Karte das ist. Keine Ahnung, vielleicht ein, zwei Mal gespielt. Ziemlicher Schrott. Hütgenwald habe ich nie gespielt. Zimurski, ich nehme mal an, dass hier die Sommervariante gemeint ist, weil Winter hier explizit ausgewiesen ist. Wurde aus dem 2.2 entfernt. Auf jeden Fall auch eine ziemlich gute Entscheidung in meinen Augen. Von allem, was ich bisher gesehen habe, vom Spielen her kann ich es nicht beurteilen, war die Karte mitunter sehr, sehr schwierig zu spielen, gerade in der Sommerversion. Hier kommt halt noch ein weiteres Problem dazu. Relic besteht ja darauf, Karten nicht nur in einem Spielmodus zu benutzen, warum auch immer, sondern sie auch in zwei Modi reinzuknallen. Wir haben also 1 gegen 1 Karten, die auch am 2 gegen 2 verwendet werden. Ich habe keine Ahnung, warum das tun wollte. Ist mir bis heute schleierhaft. Ich kann nur vermuten, dass da irgendwie finanzielle Erwägungen dahinter stehen und dass man sich einfach eine gewisse Einsparung entspricht davon, verspricht. Und das ist einfach auch ein Riesenproblem, eine 2 gegen 2 und 1 gegen 1 haben völlig unterschiedliche Anforderungen. Auch das ist bei Company of Heroes 2 in meinen Augen noch krasser ausgeprägt als bei Company of Heroes 1. Und ja, demzufolge entstehen weitere Probleme und zumindest hier hat man mal ein bisschen eine Konsequenz gezogen und eine Karte rausgeschmissen. Finde ich eigentlich ganz gut. Das hier ist irgendwie was mit niedrigem Wasser oder ja, so. Wenn man das übersetzt, ich glaube, flaches Wasser einfach, da gibt es keine, keine Nachteile mehr, was die Geschwindigkeit angeht. Also, ich nehme mal an, dass damit so Furten gemeint sind, wie beispielsweise auf Crossing in the Woods oder Zimborski, wenn er
von unten betrachtet über den rechten Zugang nach oben in die Mitte geht, dann habt ihr ja dieses Haus und nach rechts, da ist ein Punkt, und da geht es dann zur Siegesmarke, da ist so eine Furt, das heißt wie so eine kleine Insel, oder nach links in die Mitte rein ist nochmal so eine Furt. Ich nehme mal an, dass damit solche Ecken gemeint sind. Ist eventuell nicht ganz uninteressant. Ja, damit sind wir auch schon im Balance-Bereich. Und zwar wird hier auch wieder erst definiert, was man sich da so auf die Fahne geschrieben hat. Man möchte die Unterschiede abbauen zwischen den Achsen und den Allies, was die Ansprüche angeht. Ja, es soll ein ausgeglicheneres Spiel im Endeffekt bei rausfallen am Ende mit ja, angeglichenen Vorteilen vom Anfang bis zum Ende, was sehr, sehr schwierig ist. Denn Company of Heroes 2 ist ja, wie ihr wisst, ein Spiel, bei dem die Fraktionen nicht synchron funktionieren, sondern die sind asynchron aufgebaut. Die haben unterschiedliche Einheiten mit unterschiedlichen Stats. Die haben in unterschiedlichen Phasen des Spiels unterschiedliche Vor- und Nachteile. Das hier ist also sehr, sehr schwierig. Ich denke auch, dass nicht zwangsläufig immer eine absolute Balance in jeder Phase des Spiels gegeben sein muss, wenn man insgesamt über das Spiel betrachtet, einen ausgeglichenen Verlauf hat. Das heißt, es darf durchaus in meinen Augen sein, dass beispielsweise die Rote Armee von mir aus im Early Game ein bisschen stärker ist, wenn sie dafür im Midgame ein bisschen abbaut, sodass dann dort ein Vorteil für das Ostheer zum Beispiel besteht. Das ist okay, wenn das nicht zu krass ausfällt. Und das ist halt im Moment tatsächlich noch eine Baustelle, also ganz gut, dass man das bei Relic erkannt hat und da dran gehen will. Hier, genau, man möchte abbauen, dass die Alliierten einen Vorteil im Early Game haben. Auch hier wird interessanterweise diese Datensammlung auch erwähnt, die Relica im Hintergrund betreibt, wo wir eigentlich überhaupt nicht wissen, was da alles drinsteht und wo die das herholen. Okay. Das hier war auch ganz interessant mit dem OKW-Elo. Das hat was damit zu tun, dass das OKW sich teilweise ein bisschen einfacher spielt und das führt dann dazu, dass eine unverhältnismäßige Elo-Wertung im Endeffekt vergeben wird und dass die Tarierung innerhalb der Rangliste einfach nicht stimmt und das hat man hier wohl angeglichen. Sehr interessant. War mir persönlich so auch nicht bewusst, aber okay. Ja, und dann hier geht es darum, dass man die Effektivität von Blobs abbauen möchte. Man möchte bereits existierende Möglichkeiten, Blobs zu countern, ja, ein bisschen stärker aufbauen, ohne dass das Ganze total eskaliert. Und man möchte die Leute dafür belohnen und sie dazu anleiten, auf Combat Arms zu setzen, also auf unterschiedliche Einheiten und eben gerade nicht zu blobben. Truck Pushing, ganz interessant, da kommen wir gleich nochmal zu. Und Bugs, das soll hier rausfliegen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was die Einordnung hier angeht, weil er hat das hier unter Balance geordnet. Und tatsächlich ist das ja eher so eine Zielformulierung, aber okay. Hier auch nochmal ganz interessant, Relic ist sich anscheinend bewusst, dass diese Squad-Wipe-Geschichte, beziehungsweise Squad-Wipe-Abilities, also es geht hier nicht tatsächlich um die Einheiten, die Squad Wipes auslösen, sondern es geht um gewisse Fähigkeiten, die Squad Wipes zufolge haben. Und das, ich finde es zumindest schon mal interessant, dass es hier von Relic eine definitive Aussage gibt, die sagt, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht, dass es Fähigkeiten gibt, die Squad Wipes produzieren. Also den Verlust einer so kompletten Einheit mit einem Schuss. Ja, hier dann auch One-Shots und Vitality geht in dieselbe Richtung. Finde ich persönlich ganz interessant. Ich würde mir wünschen, dass das nicht nur auf Fähigkeiten bezogen wird, sondern auf alle Einheiten und auf alle Waffen. Es sollte einfach keine One-Shots geben. Das sollte nicht passieren. So, jetzt kommen wir aber langsam zu den wesentlichen Sachen. Also das ist, was Relic so machen möchte. Wir haben den Truck, den OKW-Truck. Und das Interessante hieran ist, dass Relic erkannt hat, dass dieses Ding in einer Form genutzt wird, die nicht gut ist. Und zwar zum Scouten. Und es wird benutzt, um Deckung kaputt zu fahren. Und es wird benutzt, um Einheiten aus der Deckung rauszuschieben, durch die Gegend zu pushen. Und hier finde ich es sehr bemerkenswert, dass Relic gesagt hat, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht, dass der Truck so benutzt wird. Demzufolge hat man hier Änderungen vorgenommen. Man hat die Geschwindigkeit runtergesetzt. Man hat die Panzerung reduziert. Man hat auch die Panzerung des Wracks reduziert. Das ist sehr interessant, weil das führt dazu, dass das Wrack tatsächlich mit ganz normalen Waffen zerschossen werden kann, also den Gewehren von den Riflemen beispielsweise oder Gott weiß was.
Das ist interessant, weil gerade auf Simorowski konnte man so einen Truck also nehmen und auf eine von den Brückenstellen abschießen lassen und der Gegner hat ihn niemals zwar wegbekommen, bis er mal ein Fahrzeug hatte, was entsprechende Waffen an Bord hatte oder drüber fahren konnte. Ja, hier steht es auch nochmal Small Arms Fire, also ja, die ganz normalen Waffen, die Bewaffnung der Infanterie, die ist dazu in der Lage, das Ding zu töten, das Wrack, und damit ist diese Möglichkeit nicht mehr gegeben, den Truck auf diese Art und Weise auszunutzen. Also sehr, sehr gut, und ich finde die Aussage auch klasse, die dahinter steht, weil das einfach heißt, Relic will nicht, dass dieser Truck in dieser Art und Weise benutzt wird. Dann die Flak-Basisverteidigung, das ist etwas, worüber auch viel geredet worden ist. Das OKW hat ja als Verteidigung für die Basis Flugabwehrkanonen als einzige Fraktion. Und da ist es jetzt so, dass man die Chance, ein Flugzeug runterzuholen pro Schuss, reduziert hat. Auf 0,5. Und da ist es tatsächlich so, dass hier der Shepard mal ein bisschen nachgeguckt hat, was das eigentlich bedeutet, was wohl nicht so ganz offensichtlich war. Im Endeffekt läuft es wohl darauf hinaus, dass so eine Basisverteidigung ein Flugzeug etwa 40% weniger oft runterholen wird. Das gilt allerdings nicht für das T3, also diesen LKW mit der Flak oben drauf, das ist davon nicht betroffen. Ne? Aber trotzdem ist das eine wesentliche Änderung, weil einfach sehr, sehr oft die Flugzeuge vom OKW von der Basisverteidigung runtergeholt worden sind und das war einfach Krütze und ich finde es gut, dass das nicht mehr so ist. Was auch nicht betroffen ist, sind diese Emplacements, die der eine OKW-Commander bauen kann. Das ist wieder was anderes. Also hier geht es tatsächlich ausschließlich um die Basisverteidigung. Ja, bin ich also persönlich mal gespannt drauf, wie das letztlich aussehen wird. Ich glaube, im Endeffekt ist es jetzt so, dass ungefähr eine Chance von 7% besteht, dass das Ding tatsächlich abgeschossen wird. Ist wohl nicht ganz eindeutig, wie gesagt, ihr könnt euch das auch gerne selber nochmal durchlesen. Dann die Volksgrenadiere, da hat sich was verändert beim Wett 5. Und zwar ist das jetzt keine die Received Accuracy mehr, die bekommen, sondern sie bekommen jetzt einen Cooldown und Reload-Modifikator stattdessen auf Wert 5. Ja, was bedeutet das? Received Accuracy generell, muss man wissen, gilt eigentlich nur für Small Arms, also für die Infanteriewaffen mehr oder weniger. Was da also im Grunde keine Rolle spielt, ist, ob der Gegner eventuell mit einem Flammenwerfer drauf schießt oder mit Artillerie oder sowas. Das macht in dem Moment tatsächlich keinen Unterschied. Auch für die meisten Panzerabwehrkanonen spielt das keine Rolle. Es geht also hier nur um die Infanteriekiste. Das heißt also, die Volksgrenadiere werden ein bisschen leichter ein Opfer von Infanterie. Das ist letztlich die Aussage, die dahinter steckt. Und es ist natürlich auch etwas, was dem Panzerschrecks hilft, denn die werden dadurch auch ein bisschen schneller nachladen. Ja, also inwieweit das dann tatsächlich Auswirkungen hat, wird man sehen. Ja, es ist halt, es stärkt im Endeffekt die Infanteriekonter, die hier angebracht werden können gegen die Kollegen Volksgrenadiere. Ja, das ist wieder so eine Sache hier mit den Schrecks. Far Accuracy, also auch die große Entfernung, wurde verringert von 0,025 zu 0,020. Ja, ist halt die Frage, ob man das jetzt wirklich gebraucht hat. Man muss dazu wissen, dass hier die Sache so funktioniert, dass die Größe des Ziels mal die Accuracy gerechnet wird und das ergibt eine Chance, das Ziel tatsächlich zu treffen. Mal als Beispiel, wenn man jetzt das M20-Nutzfahrzeug nimmt, dann ist das mit einer Größe von 16 versehen. Und das bedeutet, dass jetzt nach dem Patch die Chance, dieses Fahrzeug zu treffen, auf die maximale Entfernung bei 32% liegt. Beim IS-2 mit der Größe 26 liegt die Chance bei 25%. Ja, ist halt die Frage, man wird sehen, inwieweit das dann tatsächlich Auswirkungen hat. Ja, okay. Hier wieder eine sehr interessante Sache, die Obersoldaten, die haben zahlreiche Änderungen erfahren. Im Wesentlichen geht es hierbei zum einen mal darum, dass das MG34 entfernt worden ist als Standardwaffe. Es ist jetzt so, dass das Ding gekauft werden kann für 60 Munition. Der Schaden ist reduziert worden von 8 auf 6 und dasselbe gilt auch für die STG44, die man kaufen kann. Auch hier ist der Schaden von 8 auf 6 runter.
Man muss wissen, dass so ein Obersoldat ohne Upgrade immer noch zwischen 30 und 71% mehr Schaden macht als ein Volksgrenadier ohne Upgrade. Das liegt wiederum an der Entfernung. Fängt bei 30% an und auf der maximalen Distanz sind es dann 71%, kommt halt immer ein bisschen drauf an. Auch bei den Received Accuracy Modifikatoren gibt es Unterschiede. Ein Grenadier hat 0,91, ein Obersoldat 0,70. Also auch da ist die Chance doch deutlich unterschiedlich von Small Arms Fire in letzter Konsequenz getroffen zu werden. Hier nochmal zur Erinnerung, Flammenwerfer oder Panzerkanonen interessiert das Ganze wenig. Die Obersoldaten werden im Endeffekt immer noch eine sehr gute Einheit sein gegen Infanterie. Man wird sich jetzt allerdings entscheiden müssen, ob man dieses Upgrade kauft. Und das wird insofern gesehen ein bisschen problematisch, da das Oberkommando ja ohnehin weniger Munition bekommt. Ich glaube, 20% weniger sind es. Man wird sich also hier sehr stark überlegen müssen, wofür gebe ich eigentlich meine Munition aus? Das ist ohnehin jetzt schon ein Problem. Es wird jetzt noch ein größeres Problem. Es gab schon Stimmen, die gesagt haben, dass dieser Nerf zu weit geht, zumal die Kosten ja gleich geblieben sind für den Obersoldaten. Man wird sehen, auf jeden Fall denke ich, dass die Obersoldaten vorher zu stark waren und dass diese Änderung hier in letzter Konsequenz nicht schlecht ist. Ob es zu krass ist, werden wir dann in letzter Konsequenz wirklich sehen müssen. Es ist jetzt halt so, dass die Obersoldaten keine absoluten Tiere mehr sind. Es gibt jetzt mehr Konter dagegen als nur einen Fallschirmjäger mit einem LMG. Und ich denke, dass das eine ganz gute Idee ist. Ja, und auch hier, es wird sich dann natürlich wieder in der Praxis zeigen müssen, inwieweit das Ganze funktioniert. Dann haben wir hier noch eine Anpassung fürs Püppchen. Hier geht es darum, wie schnell das Teil sich ausrichtet und dazu in der Lage ist zu zielen und dann auch zu feuern. Im Wesentlichen auch die Reload-Time hat sich verändert und ja, das ist ganz interessant. Weil im Endeffekt läuft es trotzdem darauf hinaus, dass das Püppchen der Raketenwerfer immer noch das drittschnellste Anti-Tank-Geschütz ist, was die Feuergeschwindigkeit angeht. Und zwar ist die PAK-40 schneller und die CIS-3. Die PAK-43 lassen wir jetzt hier mal aus der Rechnung raus. Ja, wenn man es zusammenfasst, bedeutet das, dass das Ding in etwa 6% schneller schießt. Ist jetzt halt die Frage, das Problem beim Püppchen ist halt auch, dass es einfach sehr, sehr schnell dekrüppt wird. Also es kann passieren, wir haben es auch schon öfter in den Videos gesehen, dass ein Panzer einfach mal reinschießt und dass das Ding dann weg ist. Da sind wir wieder bei der Frage, Spielmechanik Company of Heroes, sehr, sehr extrem, neigt zu Full-Unit-Kills an der Stelle auch, Full-Unit-Kills zu produzieren. Und ich denke, das ist das eigentliche Problem bei dem Teil. Insofern gesehen weiß ich nicht, ob der Change in die richtige Richtung führt. Es wäre einfach generell besser, wenn man ein stärkeres Steinschere-Papier-Prinzip hätte und wenn an diesem Punkt hier Panzerabwehrwaffen nicht mehr so leichtes Opfer von Panzern werden würden. Mal schauen, ob es was bringt. Naja, immerhin haben sie was getan. Also wir werden es dann ja in letzter Konsequenz auch wieder live sehen. Das ja, werde ich hier noch sehr oft sagen. Das ist jetzt ganz interessant. Beim leichten Infanteriegeschütz 18 ist eine Änderung, die auch die leichte Feldhaubitze bei den Amis betrifft. Und zwar hat man einen geringen Area of Effect Suppression ja, Schaden, sage ich jetzt mal, eingebaut, wenn das Ding trifft. Und damit soll das Teil als Waffe aufgebaut werden gegen Blobs. Das heißt, so, das Ding schießt in den Blob rein und das. Der Blob wird in irgendeiner Form unterdrückt. Das kann man jetzt schwer quantifizieren. Hier ist keine Zahl genannt. Insofern gesehen sehr, sehr schwierig zu sagen, ob das was bringt. Die Idee an sich ist nicht schlecht. Ich finde es ganz interessant und bin mal gespannt, das Ganze dann live zu sehen. Es ist auf jeden Fall mal ein Ansatz. Ja, dann haben wir hier den Königstiger hier. Der hat im Wesentlichen seine Panzerung reduziert bekommen von 425 zu 375. Und das heißt im Endeffekt, wenn man die Panzerung reduziert um in etwa 50, dann bedeutet das, dass der Königstiger ungefähr 12% mehr Schaden von der Front her bekommt. Und insgesamt hat er jetzt die drittdickste Panzerung. Sie ist auf demselben Level wie die vom IS-2 und der Elefant hat mit 400 und der Jagdtiger mit sage und schreibe 525 eine höhere Frontpanzerung. Wahrscheinlich wird es nicht zu viel machen.
Es ist immer noch so, dass das Ding einfach ein Tier ist und es macht 240 Schaden pro Schuss. Es hat eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, tatsächlich auch mal ein Squad wieder direkt zu schießen. Also, ja, mal sehen. Ich denke mal, so extrem wird es sich nicht auswirken. Aber wir müssen es letztlich auch hier wieder abwarten. Ja, der M10 Wolverine, weiß ich nicht, ist vorher eigentlich nicht so wirklich gespielt worden. Was hier halt passiert ist, man hat die Gesundheit erhöht, 400 auf 560. Hier muss man sich wieder vor Augen halten, was das eigentlich bedeutet. Fand ich persönlich auch sehr interessant, weil es mir in der Form nicht bewusst war. Und zwar ist es wie folgt. Wenn man sich das Anti-Tank der Achsen anguckt, dann gibt es Waffen, die 120 Damage machen. Das ist ein Puma, ein Panzerschreck. Und die bräuchten jetzt ungefähr 5 Schüsse, um den M10 auszuschalten. Dann gibt es Waffen, die machen 160 Schaden. Das ist so ziemlich jeder Panzer oder die Panzerabwehrkanone. Die bräuchten 4 Schüsse, um den M10 zu töten. Dann nächste Kategorie, Waffen, die 240 Schaden machen. Beispiel Königstiger. Bräuchte jetzt 3 Schüsse, um einen M10 auszuschalten. Dann gibt es noch eine Stufe oben drüber, 320 Schaden. Das ist der Elefant, Jagdjäger, Pakt 43. Da hat sich nicht viel getan. Das wären immer noch 2 Schüsse und dann ist das Ding weg. Eine Tellermine macht übrigens 400 Schaden. Das heißt also, ein M10 kann eine Tellermine an dieser Stelle jetzt überleben, was vorher nicht der Fall gewesen wäre. Ja, die Meinungen gehen da auseinander. Einige fanden den M10 ultra schlecht, andere sagen, dass er in Ordnung war und dass er jetzt sogar besser als nur in Ordnung ist. Was halt immer noch der Fall ist, der hat eine Reichweite von 50. Das heißt, der M10 ist dazu in der Lage, einfach einen Reichweitenvorteil auszuspielen. Der ist höher als der, die Reichweite ist höher als die der meisten Panzer. Und gerade mit diesem Flanking Speed, was der machen kann, ist er auch sehr, sehr schnell unterwegs und kann diesen Vorteil mit der Reichweite tatsächlich ausnutzen. Ja, wir werden sehen, inwieweit das Teil tatsächlich was bringt. Also er ist auf jeden Fall jetzt eine Option. Ich denke mal, wir werden ihn ein bisschen häufiger sehen. Ob er sich auch gegen schwere Panzer durchsetzen kann, ja, wird sich wiederum zeigen müssen. Ich denke mal, das wird die Zeit einfach zeigen. Ja, der M36 Jackson, das einzige ordentliche dicke Anti-Tank der Amerikaner bis dato. Hat sich was beim Schaden getan, 240 zu 200, also eine Reduzierung. Hier haben wir eine Veränderung bei der Penetration, jeweils in Bezug auf die Reichweite 160, 180 zu 100, zu 200, 240, 200, zu 120, 240, also eine Steigerung. Und auch diese Armor-Piercing-Rounds haben wir diese Anpassung. Ich will es jetzt hier nicht alles vorlegen, lesen. Also im Wesentlichen ist auch da eine Steigerung gegeben. Hier kann man sich jetzt wiederum anschauen, wie viel Health hat eigentlich der Gegner? Was bedeutet das in letzter Konsequenz, dass der Jackson diese 200 Schaden macht? Es gibt eine Gruppe von Fahrzeugen, die 400 Gesundheit hat. Dazu zählt der Puma, dazu zählt der Stuck und der Lux. Da hat sich nichts geändert, 2 Schüsse und das Ding ist weg. Dann gibt es eine Gruppe von Fahrzeugen, die 240 Gesundheit hat. Das ist der Jagdpanzer, das ist der Panzer 4 und der Ostwind. Hier hat sich was getan. Vorher hat der Jackson 3 Schüsse dafür gebraucht, jetzt braucht er 4. Beim Panther mit seinen 600 Gesundheit, 800, Entschuldigung, 800 Gesundheit hat sich nichts getan, es sind immer noch 4 Schuss. Beim Tiger 1 und beim Elefant ist es mehr geworden, da braucht er jetzt 6 Schuss, vorher hat er 5 gebraucht, die Kollegen haben 1040 Health. Es gibt noch eine Kategorie drüber, das ist der Königstiger, der Jagdtiger und der Sturmtiger, die haben alle 1280 Gesundheit, heißt jetzt sind 7 Schuss fällig, vorher hat er 8 gebraucht. Und ja, letztlich bedeutet das, dass wenn man beide Änderungen zusammen nimmt und mergt sozusagen, dann hat man etwa 2 bis 5% höheren DPS. Je nachdem natürlich, auf welche Reichweite und auf welche Panzerung geschossen wird. Gegen schwere Fahrzeuge, gegen leichte Fahrzeuge sind es etwa 16% Schaden weniger, die das Teil macht. Bei den AP-Rounds, ja, da sieht es dann wieder noch ein bisschen anders aus. Da haben wir halt auch wiederum diese Erhöhung in letzter Konsequenz. Und ja, wir müssen mal sehen, was es bringt. Ich
denke, dass das eine sehr, sehr interessante Änderung ist, sein kann. Die Begründung ist ja hier auch genannt. Hier wird zum Beispiel von einem indirekten Buff für das Wehrmachts-T3 geredet, eben dadurch, dass die mittleren Panzer jetzt sich besser behaupten können gegen den Jackson. Und das finde ich so verkehrt eigentlich nicht. Problem wird halt darstellen, oder wird der Panther einfach haben, weil der hier tatsächlich relativ hart von getroffen wird. In letzter Konsequenz, auch wenn sich bei den Schüssen tatsächlich nicht so viel geändert hat, aber die Penetration ist einfach ein großes Problem, der kommt einfach häufiger durch. Und ja, wir werden es in letzter Konsequenz auch hier wieder sehen müssen, inwieweit das Ganze dann tatsächlich auch in der Praxis sich niederschlägt. Der Greyhound, da gab es Änderungen bei dem Kanisterschuss, bei diesem Schrotschussverschnitt, was der hat. Ich will das jetzt nicht alles vorlesen. In der Summe steht da, dass der M8 jetzt dazu in der Lage ist, auch dann Schaden zu machen, wenn er diese Fähigkeit nicht benutzt. Das ist ein wesentlicher Punkt, weil der M8 war vorher ein Fahrzeug, das eigentlich sich nur über diese Fähigkeit definiert hat. Die war OP, die hat einfach Squad Wipe nach Squad Wipe produziert. Alles andere konnte er eigentlich überhaupt nicht. Und was jetzt passiert, ist halt, dass der M8 Schaden gegen Infanterie macht, mehr Schaden, aber er schaltet ihn nicht einfach sofort automatisch aus. Was damit zu tun hat, wie viel Gesundheit die Infanterie hat, das ist nämlich 80. Und ja, da sieht man dann einfach einen relativ großen Unterschied, wenn man sich hier mal die einzelnen Änderungen letztlich durchliest. Ja, ich denke, dass das eigentlich eine ganz gute Idee ist. Der Kanisterschuss, der war auf jeden Fall zu stark. Da war eine Änderung notwendig. Das ist eine von den sinnvollen Änderungen. Ich denke, dass es auf jeden Fall auch gut ist, dass das Ding im Endeffekt eine gewisse Chance hat, Schaden außerhalb seiner Fähigkeit zu machen. Also, das sehe ich persönlich als eine ganz positive Änderung. Ja, beim Mortar Half-Track, da hat sich was getan. Die Änderungen, die hier vorgenommen worden sind, laufen im Endeffekt darauf hinaus, dass das Ding fast so ist wie das Wehrmacht zum Half-Track. Und das ist tatsächlich eine ganz gute Sache, weil der Wehrmachtsmörser, das Mortar Half-Track, das ist eine ziemlich coole Einheit eigentlich, die relativ viel machen kann. Hat allerdings Probleme damit, dass die Alliierten im Midgame relativ schnell leichte Fahrzeuge ranbekommen, schnelle leichte Fahrzeuge, und die gefährden das Teil natürlich. Das ist bei den Achsen ein bisschen anders, da ist es schwieriger, an das Ding ranzukommen, und insofern gesehen denke ich, dass es wirklich ein Buff ist, dass es eine gute Idee auch ist, weil er halt einfach nicht gepasst hat, der Mörser, so wie er bisher zu spielen war, und ja, da bin ich recht positiv eingestellt und freue mich einfach darauf, das dann auch in Aktion sehen zu können. Hier bei der Packhaubitze, da will ich nicht so viel sagen, ist dasselbe wie bei der leichten Feldhaubitze, mutmaßlich, nicht genau zu quantifizieren, aber ganz interessant. Wir haben dann auf jeden Fall noch das MG, das Maschinengewehr, und hier ist es so, dass Änderungen vorgewommen worden sind, die, denke ich, auch wieder in letzter Konsequenz notwendig waren. Und zwar, ja, warte mal, Moment mal, bin ich jetzt hier überhaupt richtig? Moment mal, hier stimmt doch irgendwas nicht. Ne, Moment mal, da bin ich gerade falsch. Ich dachte Maschinengewehr, aber das ist nicht das Maschinengewehr, das ist der M8. Ja, okay, mein Fehler, sorry. Habe ich ein bisschen durcheinander geschmissen. Das steht für Howitzer Mortar Carriage oder irgend sowas in der Art. Okay, ja. Ist eine interessante Änderung, was sie letztlich bedeutet. Immer dran denken, ein normaler Infanterist hat in der Regel eine Gesundheit von 80. Und wenn man jetzt diesen Splash Damage, Gottverdammt nochmal, anschaut, dann macht er in etwa 80 Schaden in einer Entfernung von 3,38 bevor dem Patch. Jetzt ist es so, dass er seine 80 Schaden macht in einem Umkreis von 3,35. Das heißt also, ja,
Es ist ein bisschen weniger geworden. Man möchte hier ran an diese Squad-Vibe-Geschichte auch. Das Problem, was ich hier in dem Zusammenhang sehe, ist allerdings ein anderes. Es ist wieder dieser Vorschlaghammer, mit dem die Spielmechanik arbeitet. Und ich denke, ein großes Problem ist auch die Formation. Wenn ihr euch das mal anschaut, wie sich Infanteristen bewegen in COA2, dann ist es halt so, dass die sich sehr oft zusammenklumpen und dass mitunter eine ganze Einheit auf einem Punkt steht. Was halt in letzter Konsequenz dazu führt, dass natürlich, wenn da irgendwas einschlägt, auch die ganze Einheit potenziell sofort ausfällt. Und ich denke, dass es das ist, wo Relic ansetzen sollte. Diese ganze Funktionsmechanik sollte über, diese Formationsmechanik sollte überarbeitet werden. Und dann würden solche Probleme, wie bei dem M8 hier eventuell eins vorhanden ist, schon gleich viel weniger ins Gewicht fallen. Ja. Insgesamt denke ich, dass es hier eine kleine Reduzierung von der Effizienz ist, inwieweit es dann wieder in der Praxis sich niederschlägt. Man muss es sehen. Es ist halt jetzt kein großer Nerf. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie sich's niederschlagen wird. Ich weiß, ich sage das oft, aber der Patch ist halt noch nicht draußen. Das hat ihn noch niemand gespielt. Und alles, was wir jetzt hier bereden, ist letztlich Spekulation. Ja, dann kommen wir zu den Sowjets. Bei den Scharfschützen hat sich was getan. Und zwar ist beim Sprint eine Änderung passiert. Diese Veteran C1-Kiste, wie es vorher aufgebaut war, das gibt es in dieser Form nicht mehr. Und das war auch ziemlich krass, wenn wir mal ehrlich sind. Vor allem, da es ja auch zwei Mann waren. Stattdessen haben wir jetzt hier auf Wett 1 die Flares. Ja. Ist ein bisschen diskutiert. Einige Leute sagen, es war zu stark, das Sprinten. Dann wird aber auch wiederum gesagt, es geht im Endeffekt zu weit, indem man es ihm direkt wegnimmt. Vielleicht hätte man es einfach irgendwie nerfen sollen. In jedem Fall ist es halt so, rennen kann er jetzt nicht mehr. Stattdessen kann er diese Flares da benutzen. Und ja, wir müssen es dann halt auch da wieder sehen. Ja, ich denke, das Sprinten war tatsächlich auch ein bisschen zu krass. Ich hätte mir allerdings auch eine etwas sanftere Abschwächung gewünscht und hier nicht den Holzhammer an der Stelle. Ja, hier sind die Änderungen von der B4. Dazu kann ich wenig sagen, weil ich das Ding nie selbst gebaut habe. Ich habe den Commander, glaube ich, auch gar nicht. Ich habe noch in keinem Cast von mir, meine ich, das Teil gesehen. Wenn ich mich täuschen sollte, sagt es mir. Also, ich kann wenig zu sagen. Ich weiß, dass es ein ziemliches Biest gewesen sein soll. Es hat. Oder es macht jetzt 240 Schaden standardmäßig. Und bevor diesen Änderungen hier war das Ding tatsächlich dazu in der Lage, auf einem direkten Treffer auf Wett 3 einen Panther mit einem Schlag auszuschalten. Und das ist natürlich krass. Sowas sollte nicht sein. Ich bin grundsätzlicher Gegner von Squad Vibes, sage ich immer wieder gerne. Und ja, ich bin mal gespannt. Weil wir haben jetzt hier halt auch diese Sache, dass das Ding durchs Gelände schießen kann, was ich einfach kompletten Bullshit finde. Generell, ich finde es behindert, dass Pax das können. Ich finde es bescheuert, dass irgendeine Einheit das kann. Das macht in meinen Augen keinen Sinn. Ja, die wesentliche Aussage ist hier halt auch, dass dieser Präzisionsschlag entfernt worden ist. Ja, das war halt diese besagte Fähigkeit. Ich weiß es nicht. Mal schauen, ob wir es irgendwann mal in einem Cast sehen. Ich würde es eigentlich ganz lustig finden, aber es ist halt keine wirkliche 1 gegen 1 Waffe. Das fängt am 2 gegen 2 an, Spaß zu machen und danach mit noch mehr Spielern wird es halt noch krasser. Ja, für Mütterchen Russland, die Fähigkeit hier, die ist ziemlich in Grund und Boden genervt worden. Wir haben vorher hier einen Schadensbonus von 50% gehabt und jetzt ist ein Accuracy-Bonus von nur noch 25%. Und das ist tatsächlich eine ziemlich große Sache, zumal das, glaube ich, auch dieselbe Doktrin ist, in der die B4 vorkommt. Also hier quasi noch ein Nerf, wenn man so möchte. Und ja, ich weiß es nicht. So wirklich oft haben wir es nicht gesehen. Ich kann mich noch an einige Spiele von Baden erinnern, der tatsächlich ganz gut Nutzen aus der Fähigkeit gibt. Ich meine, es war Baden. Ich meine wirklich, es war Baden, der da Nutzen daraus gezogen hat. Und das war auch ziemlich krass, insofern gesehen, ein Nerf vielleicht nicht verkehrt. Ob das hier zu weit geht, bin ich mir nicht sicher, kann ich nicht beurteilen, ich habe es nicht wirklich gespielt. Einige sagen ja, wir werden es mal sehen müssen. Bei den Guards haben wir eine Änderung bei den PTRS. Da sieht es jetzt so aus, dass tatsächlich. Warte mal kurz.
Mein Bildschirm flackert ein bisschen. Ich muss mal kurz beim Kabel gucken. So, ich hoffe, das löst das Problem. Bei den Guards, PTRS. Also PTRS ist das Panzerabwehrgedöns. Und was hat sich da verändert? Die Accuracy ist erhöht worden. Und das Interessante daran ist, im Endeffekt, was das Ding jetzt hat, ist die PTRS, eine Accuracy, die halb so hoch ist wie die von dem normalen Mosin-Nagant-Gewehren, die Dinger dabei haben. Auf der größten, oder nicht auf der größten, auf den meisten Entfernungen. Ja. Aber das Teil macht 2,5 mal so viel Schaden. Und im Endeffekt ist diese Waffe, dieses PTRS, dieses Gewehr, was eigentlich dazu gedacht ist, Panzer zu bekämpfen, jetzt eine sehr effektive Waffe gegen Infanterie geworden. Und was wahrscheinlich auch passieren wird, ist, dass das quasi nie mehr ein Fahrzeug verfehlt. Interessant ist hier auch, die Panzerjäger, dieses Panzerjäger-Kit für die Conscripts, das es ja in der einen Doktrin gibt, ist glaube ich nur eine, benutzt dasselbe Gewehr, dieselbe Waffe, würde also hier auch profitieren. Ich bin hier auch wieder sehr gespannt. Schaden macht das Ding 40, nochmal zur Erinnerung, Infantgeld in der Regel 80, das heißt, es wird jetzt kein Squad sein, was man wohin stellt und was nach und nach die Infanterie one-shottet, aber ich denke, es wird eine Einheit sein, die wir in Zukunft häufiger sehen werden, die mal wieder stärker geworden ist und die sich auch gegen Infanterie gut machen wird. Ja, dann der Mörser, der fette Mörser. Die Änderungen, die hier gemacht worden sind, laufen darauf hinaus, dass man weniger Squad Wipes haben will. Also dieses am Eingang formulierte Ziel, das wird hier angegangen. Ja, wird sich hierdurch ein bisschen ändern. Ich sehe die Kernproblematik, wie gesagt, in der Formation der Einheiten und nicht im Prinzip in den Waffen drin. Also auch hier mal wieder schauen, wie sich das dann tatsächlich niederschlägt. Wer sich für die genauen Zahlen interessiert, einfach mal in den Beitrag von Shepard reingucken. Ja, bei den Pionieren, ich bin mir nicht so ganz sicher, was sie damit letztlich machen wollen. Die Sichtweite hat sich erhöht. von 35 auf 42, da war ich schon ein bisschen zu weit. Ja, okay. Lassen wir einfach mal so stehen, würde ich sagen. Beim Scharfschütze ist sehr interessant, Gesundheit von 48 auf 82 und das macht tatsächlich relativ viel, weil der Scharfschütze an sich hier ja auch eine Einheit ist, die im Vergleich zu seinem russischen Counterpart sich schneller tarnt und die, glaube ich, auch ein bisschen schneller schießt. Das heißt, eigentlich wird der Scharfschütze jetzt hier ein Stück weit haltbarer im Endeffekt einfach. Natürlich werden Panzer und schwere Artillerie das Ding immer noch one-shotten können, was ich nach wie vor relativ Bullshit finde, was nicht so häufig passieren sollte. Aber er ist jetzt einfach ein bisschen stabiler geworden und er wird beispielsweise vom 120mm Mörser nicht mehr direkt getötet werden können, wenn man die beiden Änderungen kombiniert. Und das ist natürlich eine ganz coole Sache. Ja, ich denke, die werden wir häufiger sehen und ich denke, dass gerade die US Forces ein Problem damit haben werden, weil es für sie schwieriger sein wird, damit umzugehen. Also, SDKFZ 222, unser altes AC oder SC Scout Car, da hat sich die Gesundheit erhöht von 200 auf 240, ja, also mehr Stabilität auf dem Teil haben sich viele gewünscht, der ein oder andere hätte es vielleicht lieber gesehen, wenn einfach Small Arms Fire weniger Schaden macht. Was das jetzt halt tut, ist, dass es eine TM-35-Mine überleben kann. Die macht nämlich 200 Schaden. Das heißt, mit den 240, die jetzt gegeben sind, würde das der Panzer überleben an der Stelle. Und Conscripts AT-Nades machen 100 Schaden. Auch die Rifleman AT-Nades machen 100 Schaden. Das heißt also, man braucht jetzt mal mindestens, ja, man braucht drei eigentlich, um allein mit dem die Panzergranaten das Ding auszuschalten. Also, ja, ist eigentlich eine ziemlich große Änderung. Sieht nicht so aus, aber ist groß und ich denke, dass das Teil einfach ein bisschen stabiler dadurch wird und in der einen oder anderen Situation eine bessere Überlebenswahrscheinlichkeit haben wird. Jetzt kommen wir zum Maschinengewehr, da wo ich vorhin schon hin wollte.
Ja, man hat erkannt, dass das MG42 scheiße war, das ist richtig. Was man getan hat, ist die Accuracy erhöhen auf allen Stufen. Ja, im Endeffekt übersetzt bedeutet das in die Spielmechanik, das Ding macht jetzt in etwa 2,5 mal so viel Schaden wie vorher. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob das der richtige Weg ist, weil mein Problem mit dem MG42 war immer, dass der Gunner, der Schütze, sehr, sehr schnell ausgeschaltet wird. Das ist das eine Problem. Auch wenn man in Deckung ist, auch wenn man, naja gut, im Haus, da funktioniert das ein bisschen anders, aber wenn man in Deckung ist, er stirbt einfach sehr schnell. Und wenn der Typ nachrückt, der Sidegunner, um die Waffe zu besetzen, dann tut er das mit der Geschwindigkeit einer asthmatischen Schnecke. Was scheiße ist, das ist viel zu langsam. Und die Drehgeschwindigkeit, die Neuausrichtung, die ist zu langsam. Vielleicht könnte die Suppression auch noch ein bisschen hochgehen. Das heißt, hier haben wir also eine Änderung, ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Änderung was bringt oder ob die das richtige Signal aussendet, denn eigentlich soll es ja eine Waffe sein gegen Blobs, das Ding soll Suppression verteilen und das tut es jetzt auch nicht besser als vorher. Also, es ist eine Stärkung, ja, aber ob es die richtige Stärkung ist, das weiß ich nicht. Dann kommen wir zum Tiger, Tiger, Ass, Panther und Königstiger. Und was hier jetzt im Wesentlichen passiert ist, sind Änderungen beim Blitzkrieg. Und zwar sind die Boni da ein bisschen reduziert worden, von 35 auf 15%. In Bezug auf Tiger und Panther. Bei den anderen Panzern ist das nach wie vor dasselbe. Und die Geschwindigkeit der Bonus ist also reduziert worden von 60 auf 30%. Und hier dieser Speed-Modifikator ist gesenkt worden von 2 auf 1,4. Ist vielleicht nicht so verkehrt. Blitzkrieg war ein bisschen stark. Es macht halt auch überhaupt keinen Sinn, dass der Tiger, der Königstiger, einem Panzer, der im Grunde untermotorisiert war, der immer Probleme mit seinem Motor gehabt hat und der so schon kaum beweglich war, plötzlich mit einer Geschwindigkeit über das Schlachtfeld rast, die einem Scout-Car würdig ist. Das macht keinen Sinn. Eventuell wäre es sinnvoller gewesen, vielleicht die Fähigkeit dem Tiger lieber wegzunehmen, also dem Königstiger, vielleicht auch dem Tiger oder sie ansonsten ein bisschen abzuschwächen. Ansonsten ist es vielleicht ein bisschen krass. Es wird auf jeden Fall dazu führen, dass die Achsen vorsichtiger umgehen müssen mit ihren schweren Panzern. Sie können nicht mehr so sorglos reinfahren und sich darauf verlassen, dass Blitzkrieg sie raushaut. Also, ja, vielleicht geht es ein bisschen zu weit. Müssen wir mal letztlich dann schauen, wie sich's niederschlagen wird. Ja, dann haben wir noch eine Reihe von Bugfixes. Da will ich eigentlich gar nicht drauf eingehen, bis darauf, dass die Liste eigentlich viel länger hätte sein können und dass es Bugs gibt, die in meinen Augen dringender sind. Es gibt eine Seite, die diese Bugs auflistet von der Community her, und ich bin sicher, dass Relic die Bugs auch bekannt sind. Und es gibt da, wie gesagt, sehr, sehr dringende Bugs, wie die Gewehrgranaten, die nicht ordentlich feuern. Vor kurzem hat Lavnest ein Video hochgeladen, in dem zu erkennen ist, dass es passieren kann, dass ja, solche einzelnen, im Grunde toten, aber noch rumliegenden Soldaten die Häuser blockieren. Das heißt also, man kann das Haus nicht besetzen, weil die Einheit, da vorher drin war, die ist zerschossen worden. Der einzelne Typ ist in diesem Critical bekommen, wo er dann so rumkriecht und der blockiert einfach das Haus. Und das ist natürlich irgendwie schon Game-Breaking. Und ja, das wäre etwas, was man sich wirklich dringend anschauen sollte. In meinen Augen auf jeden Fall mal irgendwie wesentlich interessanter als jetzt, dass hier Sandsäcke nicht angezeigt werden, wenn man den Hull, wenn man diesen Hull-Down-Modus aktiviert. Ja, also ich denke, da hätte die Liste länger sein sollen, länger sein müssen in letzter Konsequenz. Damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Das hat doch ganz schön lange gedauert hier. Meine Güte, das wird bald eine Stunde werden. Zusammenfassung. Also es tut sich was? Es tut sich was. Es ist so, dass viele Leute sich gewünscht hätten, dass die Liste länger ist, dass sie mehr erwartet hätten, gerade auch nach der langen Zeit, die seit dem letzten Patch vergangen ist. Wir sehen natürlich hier die Gefahr, dass die Patchfrequenz seltener wird, dass sich immer weniger ändert, dass auch keine tieferen Eingriffe mehr in die Mechanik stattfinden. Wichtige Punkte, die ich gerne gepatcht sehen würde, wären Änderungen bei den Maps, beziehungsweise Änderungen an der Kampfmechanik an sich, weil die Maps tatsächlich sehr, sehr entscheidend sind für die Balance. Ich würde gerne auch Änderungen am Call-In-System sehen. Da ist jetzt hier gar nichts passiert. Das ist nach wie vor zu dominant. Dadurch wird der Tech sehr, sehr stark eingeschränkt, eben auf diese Call-Ins. Man benutzt
quasi die Großteil von dem, was an Tech zur Verfügung steht, überhaupt nicht mehr. Und da wäre es sehr, sehr schön, wenn dort Änderungen stattfinden würden. Es gibt dort mehrere Vorschläge, die im Raum stehen von Seiten der Community, und ich denke, das sollte man doch einfach mal intern bei Relic in diesem Beta-Balance-Test-Team mal einfach angehen und anschauen. Das ist, denke ich, einfach ein Muss, was mal passieren sollte, und ich würde mir wünschen, dass es auch so kommt. Ja, Bugs natürlich, die müssen einfach mal raus. Bugfixing ist sehr, sehr schwierig, wie ich aus eigener Erfahrung weiß. Es ist aber auch wichtig, und ich denke, da sollte wirklich eine Priorität da sein, da sollte mehr kommen. Und ansonsten, ja, es sind halt so gewisse Kleinigkeiten. Ich hätte eigentlich auch erwartet, dass hier beim Stück 3e eine Änderung vorgenommen wird, was ja auch so eine Squad-Wipe-Maschine ist. Ich hätte erwartet, dass beim IS-2 eine Änderung vorgenommen worden ist, weil das eine Einheit ist, die ich auch sehr oft in den Casts sehe, dass sie Einheit nach Einheit zerreißt. Ich bin einfach sehr stark, um das nochmal zu sagen, dafür, dass diese Squad-Wipe-Geschichte generell nicht mehr gegeben ist, dass es einfach keine Waffen gibt, die mit einem Schuss eine komplette Einheit zerreißen. Das darf einfach nicht sein. Und da würde ich mir wünschen, dass Relic sich das nochmal anschaut und da entsprechende Änderungen vornimmt. Insgesamt ist es aber ein ganz guter Patch. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, ein kleiner Schritt, der sicherlich hätte größer sein dürfen. Und ja, jetzt habe ich sehr, sehr viel darüber geredet. Länger, als ich eigentlich gedacht hätte. Viel länger. Ja, ich hoffe, ihr habt es euch angeschaut komplett, ihr fandet es interessant. Eure Meinung würde mich natürlich auch dazu interessieren. Also wenn ihr wollt, dürft ihr die gerne unten im Video kundtun. Und ansonsten war es das erstmal. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen, hören, sprechen uns wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.